Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Heute mit insgesamt 11 Fakten über die sogenannte Werwolfsarmee. Und wenn ihr gerade nicht genau wisst, was es damit auf sich hat, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei der sogenannten Werwolfsarmee handelt es sich um eine Gruppe von mit Lykanthropie infizierten Menschen, die sich jede Vollmondnacht in blutrünstige Bestien verwandeln. Und anders als Remus Lupin auch keinen Groll dagegen verspüren. Ganz im Gegenteil. Fakt Nummer 2. Gegründet wurde die Werwolfsarmee von Fenrir Greyback selbst. Daneben ist er auch deren Anführer. Fakt Nummer 3. Zwar ist der genaue Aufenthaltsort des Hauptquartiers der Werwolfsarmee unbekannt, jedoch gab uns das Buch zu Harry Potter und der Halbblutprinz Kapitel 16 die Information, dass es sich irgendwo unterirdisch befindet. Fakt Nummer 4. Die Hauptintention der Werwolfsarmee war es einerseits, einen höheren Stellenwert innerhalb der magischen Bevölkerung zu erreichen und gleichzeitig so viele Personen wie nur möglich mit Lykanthropie anzustecken. Hierfür hätte ein einfacher Kratzer oder ein Biss genügt, um das Opfer selbst zum Werwolf werden zu lassen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Ganz besonders war die Werwolfsarmee aber auf Kinder spezialisiert, aus dem einfachen Grund, dass sie sich dadurch versprachen, sie schneller in die Werwolfsgemeinschaft integrieren zu können. Fakt Nummer 6. Während des Zweiten Zaubererkriegs verbündete sich die Werwolfsarmee mit Voldemort und seinen Todessern. Selbst wurden sie allerdings nicht als Todesser gebrandmarkt, da sie Voldemort als Mischlingswesen als weniger wert ansah. Fakt Nummer 7. Durch den Zusammenschluss mit Voldemorts Todessern versprachen sich die Werwölfe einen besseren Status im möglichen neuen Regime. Außerdem auch eine große Palette an möglichen Opfern während der Schlachten. Fakt Nummer 8. Nachdem Voldemort dann endgültig das Zaubereiministerium infiltrieren konnte, bekam die Werwolfsarmee eine neue Aufgabe als sogenannte Greifer. Diese waren dafür zuständig, flüchtige Hexen und Zauberer sowie Muggelgeborene einzufangen und auszuliefern. Fakt Nummer 9. Natürlich war die Werwolfsarmee auch Teil der Schlacht um Hogwarts, doch zum Glück, für Hogwarts, war in jener Nacht kein Vollmond und die Werwölfe traten als Menschen den Kampf bei. Demnach war das Wolfsgejaule nach der Sprengung der Holzbrücke von echten Wölfen und entstammte nicht seitens der Werwölfe. Fakt Nummer 10. Bekannte Opfer der Werwolfsarmee, die ganz oder teilweise mit Lykanthropie angesteckt oder getötet wurden, waren Remus Lupin, Bill Weasley, Lavender Brown, der Sohn von Miss Montgomery und, wenn man dies auch dazu zählen mag, Chiara Loboska aus Hogwarts Mystery. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 11. Dumbledore beauftragte Remus Lupin als Spion innerhalb der Werwolfsarmee zu leben und sich dort zu integrieren. Jedoch machte es ihn sein Versuch in der magischen Gemeinschaft Fuß zu fassen und zu leben sehr schwer. Ja, das waren meine 11 Fakten über die Werwolfsarmee. Wie immer in der Hoffnung, dass es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo auf meinem Logo an der Seite freuen. Oder wenn ihr weitere Faktenvideos abchecken wollt, auch gerne unten über die Playlist. Über Kommentare mit weiteren Faktenvorschlägen würde ich mich auch immer freuen. Und in diesem Sinne euch allen einen wundervollen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!